für mich ist Heimat Berlin. Ich habe ja, bin ja mal fremdgegangen, bin nach Düsseldorf gezogen, bin dann wieder zurückgekommen, habe aber in jedem Bühnenbild eigentlich immer Berlin verwurstelt. So das Berlin. Man hört es ja auch auf der Bühne. Am Anfang hat man mir gesagt, mit dem Dialekt, Mario, da wirst du nicht wirklich erfolgreich. Hat relativ gut geklappt. Und ich finde, dass ganz Deutschland, den Berliner Dialekt, ist so ein toller Dialekt. Ja, so, ehrlich, der ist toll. Ja, ja. Mario, jetzt ist es ja so, 20 Jahre Bühnenjubiläum. Ich habe mit 6 angefangen, das ist richtig, ja. Natürlich, und ja, 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 ja. Und das, pass mal auf, das Programm, jetzt gehst du ja auf Jubiläumstour, ja? Männer sind Schweine, Frauen aber auch. Das ist ja schon 20 Jahre alt eigentlich, das Programm. Ja, ist wie ein guter Wein. Fällt dir jetzt nichts mehr Neues ein, Meister, oder? Nein, das Ding war so, eigentlich wollte ich eine einzige Show noch mal spielen in der Waldbühne. Und hab wirklich überlegt, hörst du auf. Mach's ja 20 Jahre, irgendwann ist ja gut, weißt du mal, wolltest du auch mal angeln gehen oder so. So, und dann machst du eine Show. Da habe ich die Fans gefragt, welche Show soll ich denn spielen in der Waldbühne? Und hab dann alle Programme aufgezählt und es haben sich wirklich knapp 70% für Männer sind Schweine, Frauen aber auch entschieden. Warum? Es war das erfolgreichste, oder es ist immer noch das erfolgreichste Comedy-Programm auf DVD im Verkauf. Es ist über 1 Million Tonträger verkauft worden, aber das, was am wenigsten live gesehen wurde, weil danach bin ich durchgestartet und da hatte ich schon neue Programme. Es hat ganz wenig Leute haben es live gesehen. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann spiele ich das einmal in der Waldbühne und dann kam halt Hamburg, dann kam Saarbrücken, dann kam Heilbronn, Frankfurt. Ja, was ist denn los, warum wir nicht? Und dann haben wir 20 Termine gemacht und darum gibt's das. Ah, okay, ich verstehe. Wir gucken jetzt mal einen kleinen Ausschnitt aus diesem Programm und ich verrate nicht, ob das vor 20 Jahren ist oder ob das einfach aus einer Probe von heute ist. Das ich sehe genau so gut aus. Weil dieser Mann sieht ja original noch so aus wie vor 20 Jahren. Exakt, so sehe ich aus heute. Das macht mir Angst. Wenn meine Freundin mit ihrer besten Freundin telefoniert, sagt meine Freundin am Telefon immer nur, Ja. Hör mal, da habe ich meinen besten Freund mal angerufen. Hör mal, wenn meine Freundin mit deiner Freundin telefoniert, was sagt deine Freundin am Telefon immer? Da sagt er, hör mal, die sagt immer nur. Immer noch lustig. Immer noch lustig. Immer noch lustig. Immer noch lustig. Hat sich der Humor verändert jetzt in den 20 Jahren? Kannst du das alles mit übernehmen? Ich meine, es gibt ja auch viele kritische Themen. Bist du verrückt? Hat jemand wie du, der mit diesen ganzen Klischees arbeitet? Ja. Wir müssen gendern. Dann, wenn ich gender, dann ist das Programm 8 Stunden lang, weil ich dann, liebe Damen und Herren, in der Hand renne. Die Hälfte geht einfach raus und sagt, ich weiß nicht mehr, was er sagt. Es kann ja jeder gendern, wie er will. Ich sage immer noch Damen und Herren oder Ladies and Gentlemen. Mein Programm heißt immer noch Männer und Frauen. Jeder ist willkommen, aber ich bin mit einer Frau zusammen und ich bin Mann. Ich war letzte Woche noch mal beim Proktologen. Ist eine lange Geschichte. Auch da finde ich jetzt erzähl doch mal schön. Und wenn du da liegst, nein, das muss man einfach, ich wollte es eigentlich nicht erzählen, aber ich bewundere ja jede Frau, ihr geht ja regelmäßig zu, das machen wir Männer ja nicht. Wir Männer sind ja, wir sind feige. Und wenn du dann da sitzt und ich lag so seitlich und ich habe vorher wirklich gesagt, ich habe ein bisschen Schamgefühl, kein Problem. Und ich habe so eine Stunde auf der eingeredet in der Hoffnung, er sagt, Herr Bart, wir schaffen es heute auch nicht mehr, ich muss los. Keine Chance, irgendwann lag ich da und dann passierte der Albtraum für mich. Oh, es kommt eine Schwester rein und beugt sich so zu mir und sagt, ich finde Ihre Sendung super. Und geht, sie geht einfach. Und ich lag da und denke, oh Gott. Und auch der Arzt, der war da weiter am... So. Während ich wurde untersucht. Ich saß nicht da, also dann hätte ich gesagt, Dankeschön. Ich lag da. Ich lag auf so einer Seite und ich dachte, lieber Gott, lass es vorbeigehen. Lieber Gott. So, aber jeder Mann ab einem gewissen Alter sollte das dringend tun. Und
Und dann sagte ich irgendwann, als fertig war, ich habe eigentlich so ein bisschen, ich bin ein bisschen irritiert noch immer. Ihre Schwester kam da rein oder ihre die hat einfach mich so angesprochen. Und dann ist denen das erst bewusst und sagt, das ist ihr Daily Job. Das war für sie völlig egal. Sie hat sich gefreut, dass Mario Bartha liegt, hat mir gesagt, dass die Sendung toll ist, ging wieder. Für mich war es, und da wusste ich, ich bin Mann, ich bin mit einer Frau zusammen, Männer und Frauen, das bleibt weiterhin mein Thema. Weißt du, das Irre ist ja, wenn man dann so ein paar Ausschnitte von dir guckt, höre ich ja dann immer die Reaktion, oh Gott, das kenne ich. Das ist ja, ja der Satz, der wahrscheinlich bei dir in deinem Programm am häufigsten fällt. Ja. Also, aber warum weißt du denn, wie wir alle so ticken? Was glaubst du denn, woraus du gründen kannst, dass Männer und Frauen, sind es nicht wirklich mal Klischees oder sind wir wirklich so? Naja, was ist ein Klischee? Ein Klischee entsteht ja, weil es eine Zeit lang eine Wahrheit war. Was ist ein Klischee? Also das ist, wenn meine Freundin fängt ja einen Satz im Raum an und geht weg. Sie fängt ja an, ey, warte. Und ich sitze dann und denke, was war das denn? Dann kommt die wieder. Und ich denke, was erzählt die? Was erzählt? Und nach 3 Stunden. Ja, eine Ausdauer. Meine Freundin hat eine Ausdauer, wenn sie irgendwas stört. Und das war meine Mutter auch. Meine Mutter, ich liebe die, ja, tolle Frau. Aber bei so einer Moralpredigt hat doch eine Mutter stundenlang. Die hat ja stundenlang. Eine Mutter redet ja stundenlang auf einer. Wo du als Kind sitzt und denkst, boah, warum donnert die mir nicht einfach eine? Ist das Thema erledigt? Das darf man heute. Bist du verrückt? Das darf man heute nicht mehr machen. Da bist du wahnsinnig. Da kommst du direkt, bist weggesperrt. Und aber früher habe ich einfach, wenn du Scheiße gebaut hast, gab eine. Oh, wusstest du? Ah, so, es hat mir jetzt nicht wirklich. Vielleicht doch. Vielleicht wäre aus mir ein Anwalt geworden. Ich weiß nicht. Und das Schönste bei meiner Mutter war fünf. Das finde ich jetzt lustig. Dass ich Anwalt geworden bin. Ich durfte nicht studieren. Du durftest nicht studieren. Nein. Du bist ja, warte mal ganz kurz, ich habe mir das aufgeschrieben. Das ist ich ein was gelernt. Mit wahnsinnig langen Buchstaben, vielen Buchstaben. Du warst Kommunikationsanlagen-Elektriker. Nee. Liebe Kritiker, Sie können... Aus Chemnitz? Ich bin Kommunikationselektroniker in der Fachrichtung Telekommunikationstechnik. Noch immer. Das kann man nicht verlieren. Du bist ein Klugscheißer. Nö. Du bist ein Kommunikationsanlagen-Elektriker. Ja, so. Elektriker ist der mit viel Strom und Elektroniker, der geht mit den gleichen Klamotten wieder nach Hause, mit denen er gekommen ist. Ach, und hast du da den Leuten, den Kunden, wenn du da zu Besuch zu Hause warst, hast du denen auch so richtig weit aufgeschwatzt? Nein, ich war kein Vertreter, aber ich habe die Telefonanlagen programmiert. War aber ein gern gesehener Monteur von Siemens bei Kunden, weil ich so, schicken Sie mir den Lustigen. Ich war damals schon... ja. Jetzt kennen wir uns ja auch schon ein paar Tage und ich sehe auch viel von dir und ich würde behaupten, das ein oder andere durchaus schon zu kennen. Was ich überhaupt nicht wusste, ist, dass du malst. Und zwar, ja, richtig, also nicht hier eine Wand bemalen, sondern... mit einer Rolle. Bilder. Also Bilder. Richtig Gemälde, also so à la Salvador Dali, irgendwas ist da im Zusammenhang. Surrealistisch, ja. Ach, ist das, ja. Bis jetzt, ich weiß, es ist, ich hatte neulich einen Kritiker bei mir zu Hause, weil ich ja Kunst mag. Einen Kunstkritiker? Einen Kunstkritiker. Und der war total geschockt, dass ich als Mario Barth, der ja nur Kunst auseinandersetzt. Ich finde ja Kunst total interessant. Und jegliche Kunst. Auch Musik ist ja für mich Kunst. Es gibt ja Musik, wo man, da merkst du, das siehst du bei kleinen Kindern. Du setzt ein kleines Kind auf den Teppich, machst Musik an, bewegt sich das Kind ja oder nein. Wenn das Kind dann plötzlich, dann weißt du, es ist eine gute Musik. Und die kennt Apache nicht. Aber... Wenn Apache Mucke macht, ist es gute Musik. Auch ich gebe dir nachher, mal eine Karte. Ich möchte gerne einen originalen Bart an meiner Wand haben. Ja, dann kannst du mal. Ja, ernsthaft. Hier. Könnt ihr alle Bilder. Und das können wir ja dann versteigern, oder? Das können wir doch auf Facebook. Ich mal ja nicht, das macht der Lindenberg schon. Ich mal ja. Ich habe ja jetzt Comedy. Mal mir in der Sonne oder irgendwas. Du malst jetzt. Nicht nur Männer sind Schweine, Frauen aber auch. Also, nicht mal dir alles, was du willst. Okay. Und da brauchst du die große Leinwand. So wie das große Olympiastadion, was du ja mit 100.000 Leuten gefüllt hast. Auch das war aus Versehen. Aus Versehen. Das ist, also es, die wahre Geschichte ist ja die. Ich habe einen Comedy-Preis bekommen in Köln. Mhm. Und damals war eine große Aftershow-Party und dann ging man in ein Hotel. Da hat man weitergefeiert. Und in diesem Jahr hat
Borat für seine Rolle, also als Rolle Borat, einen Comedy-Preis bekommen. Und die BBC stand neben mir und hat die ganze Zeit, und ich höre leider immer, was die anderen auch erzählen, und die ganze Zeit haben die BBC-Typen erzählt, wie dass Deutschland gar keine gute Comedy hat, Deutschland hat keine gute, geht nicht so. Und ich hatte jetzt schon die eine oder andere Fantaschrolle zu viel und bin dann als Berliner, und der Berliner ist ja sehr deutlich und ganz nach dem Motto, warum sachlich, wenn man auch persönlich werden kann, habe ich mich also hingedreht und habe gesagt, das wäre ja Schwachsinn, den du da erzählst. Wir haben tollen Humor und Comedy. Und dann fing der an mit Weltrekord in der O2 World irgendwo in London. 17.000 Leute passen da rein. Und da habe ich zu meinem Veranstalter gesagt, buch die Waldbühne, passen 24.000 rein. Und daraufhin sagte meine Freundin, nee, nicht die Waldbühne, da sind immer so viele Mücken. Daraufhin... so. Ist die absolute Wahrheit. Und dann sagte ich, dann das Stadion, wie viel passen da rein? 70.000. Und dann sag ich, ja, buch das. Und dann habe ich weiter gefeiert. Und 3 Wochen später kommt mein Veranstalter, du kennst ihn auch, kommt und sagt, lag mir dann die Verträge vor und legte sie vor, legte, Deutsch war nicht meine Stärke, ich habe eine Sekretärin, die kann das. Legte mir das da vor und ich sage, was ist das? Sagt dann, ja, Stadion, das war schwierig, die wollten erst keine Comedy, aber ist kein Problem, haben wir dann gebucht und musstest du unterschreiben, weil das Risiko ist uns zu hoch. Und ich sage, was für ein Risiko, von was sprichst du denn da? Sagt er, ja, die Miete vom Stadion kostet eine Million am Tag. Ich sage, warte jetzt mal langsam hier. Ich habe ja Kirche einfach, was für ein Stadion? Du hast gesagt, ich soll ein Stadion buchen. Ich sage, bist du bescheuert? Da passen 70.000 Leute rein. Wie soll ein Stadion? Ich sage, ich habe das, die Verträge sind fertig. Und dann hatte ich ja nur kurze Zeit, um das Stadion vollzukriegen. Und dann saß ich auch in einer Talkshow und habe in die Kamera wirklich reingesprochen, habe gesagt, ich habe Stadion gebucht, bitte. Bitte kommt jetzt. Wenn ihr jetzt nicht kommt, ist echt scheiße, wenn ich da alleine stehe. Bitte. Und dann war innerhalb von ein paar Tagen das Stadion ausverkauft, weil die Leute gesagt haben, die arme Sau, da gehen wir hin. Ja. Sehr schön. So war das. Ja. Und jetzt kann man wieder Tickets kaufen für deine Tour, die startet jetzt im Oktober im Tempodrom. Im Tempodrom. Und ist das, würdest du sagen, das Heimspiel Berliner Publikum habe ich eh im Sack? Nee, das denken ja viele. Also der Berliner ist ja, wir sind ja sehr deutlich und wir sind ja sehr ehrlich. Das ist ja der Berliner. Wenn der dich nicht mag, sagt er dir das auch. Ja. Dann kriegst du relativ schnell raus, so wenn der dich nicht mag. Das ist auch besser, wenn du dann gehst, weil du genau weißt, wo die Reise geht. So, also du musst schon, und ich habe das seit Jahren, vielleicht auch das Geheimnis des Erfolges, warum das seit 20 Jahren so gut läuft, mir ist es egal, ob ich in Bremen, München, Stuttgart, Berlin oder so spiele. Ich spiele auch jede Show, als wenn es eine Premiere wäre, weil der die Karte gekauft hat, für den ist das ja eine Premiere. Ja. Das ist für den nicht die 200. Show. Du kannst dann, das wird bei der Musik genau dasselbe sein, du kannst doch nicht auf die Bühne gehen und am letzten Tag des Konzerts, des Tourblocks, das so hinrotzen. Das geht nicht. Da sitzen Leute, die haben eine Karte gekauft, da muss man Vollgas geben. Horche wird mir das auch bestätigen. Ja. Jede Show ist rund Karten gekauft. Das größte Lob eines Berliners, auch Brandenburgers, ist ja eigentlich entweder leider gut oder kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Gar nicht. Hab schon schlechter gesehen. Hab schon schlechter gesehen. Ja, so scheiße war das gar nicht. Ja, so scheiße war das gar nicht. Echt, danke. Und jetzt hattest du allerdings eine Zwangspause. 1,5 Jahre auf Tour. Musst du da, muss indiskret fragen, aber bist du jetzt nach dieser auch Zwangsgemeinschaft noch mit deiner Freundin zusammen? Die Frage ist berechtigt. Ich glaube, jedem ging es so. Jetzt habe ich das große Glück, ich wohne nicht im 4. Stock ohne Balkon und habe nicht 3 Kinder und 2 Hunde. Habe ich nicht. Okay. Ich habe genug Platz. Wenn du das nicht hast, dann... Aber trotzdem hat es bei uns natürlich geknallt. Ja. Weil das... Und das lag weder an mir, also an mir sowieso nicht, aber... Aber es ist natürlich auch für meine Freundin eine totale Umstellung. Seit 20 Jahren gehst du auf Tour. Ich gehe 200, 250 Tage, bin ich nicht zu Hause. Musste sie jetzt immer applaudieren? Nee, aber plötzlich sitze ich... Aber wer? Da War leider gut. Hat sie leider nicht getan. Für meine Freundin bin ich einfach der auch, du weißt schon, es ist Mittwoch, die Tonne muss raus. Ja. Und du sitzt da, ich hab 11 Comedy-Preise. Ja, dann nimm sie halt mit, die Tonne muss raus. Also, wir leben ein normales Leben. Und es ist schon so, dass ich schon froh bin, weil ich war ja jetzt 18 Monate dann auch zu Hause so. Und ich liebe die, aber ich habe rausgefunden, die hat einen zweiten Vornamen, das habe ich rausgefunden.
Ja, großartige Sache. Und es ist halt so, ich habe herausgefunden, dass Frauen mit einer Krise besser umgehen als Männer. Das ist echt, als, das ist kein Scherz. Ich habe einen Anruf bekommen und es hieß, ab morgen alles zu. Ab morgen alles zu. Und immer mehr Freunde riefen mich an, die total gut vernetzt sind. Und es wurde immer schlimmer. Ab morgen gibt's nichts mehr. Nix. Mario, du musst, ey, wenn du nichts zu essen hast, hol dir morgen sofort Essen. Das ist morgen so. Und ich sag zu meiner Freundin, ich sag, Schatz, ich habe gerade mehrere Anrufe gekriegt, wir müssen uns jetzt wirklich krisenmäßig aufstellen. Beide, nimm du dein Auto, ich mein Auto, wir kaufen ein. Und ich bin los. Wirklich, ich gehöre leider, ich habe Reis gekauft, ich habe Nudeln gekauft. Ich habe glutenfreie. Die anderen waren schon weg. Aber in der Krise gibt es weder Laktoseintoleranz noch Glutenunverträglichkeit. Also laktosefreie Milch habe ich gekauft. Hefe habe ich gekriegt. Klopapier war ich zu spät. Ja. Ich war zu spät. Meine Freundin tickerte mir denn auch SMS Entkeimungstabletten. Und was? Ich sag, für was denn Entkeimungstabletten? Sagt sie, sie hat gehört, falls wir aus der Pfütze trinken. Ich sag, wenn wir in Berlin aus einer Pfütze trinken, haben wir andere Probleme. Aber ich... Ja, genau. Wenn du lange mit einer Frau zusammen bist und mit ihr zusammenbleiben willst, ja, kaufst du Entkeimungstabletten. Ich habe alles gekauft. Mein Auto war knallvoll. Ja. Ein Dieselgenerator. Krieg den mal. Ich habe alles gekauft. Ich komme nach Hause, meine Freundin war immer noch weg. Ich denk, Alter, was kauft die denn? Dann kommt die, ich denke, geh raus, räum ihr Wagen aus. Ja, so einen fetten SUV, so kannst du alles vollballern. Auto leer. Ja. Dann sag ich, wo warst du? Ja, wo warst du? Dann zeigt die mir ihre Fingernägel und sagt, ich war im Nagelstudio. Ja. Das ist was? Was? Man muss Prioritäten setzen. Dann sag ich, wir haben eine Krise. Und sie sagt, das musst du mir nicht sagen, krieg du mal einen Termin. Also, ja. Aber, das war irre. Aber du hast Zeit gefunden, einen, ja, Beziehungsratgeber zu schreiben. Ich habe Happy Wife, Happy Life. Happy Wife, Happy Life, ja. Und was ist so die Message, die du selber für dich herausgefunden hast beim Schreiben? Ich sag mal, beim Schreiben verfestigen sich die Gedanken. Also, und was hast du gelernt? Entschuldige bitte, jetzt fragt mich der Gott des Schriftstellers. Ja, aber... Der fragt nee. Sorry, also. Was soll ich dir antworten? Aber man soll sich nach 22 Uhr nicht streiten. Das hast du doch herausgefunden, nach oder? Nach 22 Uhr streiten. Also es gibt ganz viele Tipps, die total wichtig sind. Also ja. Punkt 1, die wahre Liebe und die ewige Liebe gibt es. Okay. Punkt. Die Gut. gibt es. Das ist genauso, man kriegt auch ein Sixpack, wenn man den haben will. Schafft man das? Man muss echt was für tun. Aber es ist in jedem Job so. Wenn du kannst was erreichen, du musst es tun. Ja. In der Beziehung ist mir aufgefallen, da wird so wenig getan, auch in meinem Umfeld. Ja? Sehe ich immer wieder. Die machen, das ist Arbeit. Das, wenn du eine glückliche Beziehung hast, da ist Arbeit. Du musst schon zuhören, nicken, oft nicken, sagen, echt, echt. Ganz wichtig ist, Frauen wollen nicht immer eine Lösung. Die, wenn die nach Hause kommen, sagen, nein, meine Arbeitskollegin, die wollen nicht, dass du sagst, echt, ja, dann such dir doch einen anderen Job. Nein, die wollen, dass du da sitzt und sagst, was, echt, das, was? Echt jetzt? Was? Es war echt jetzt was? So, die wollen, dass du zuhörst. Und nach 22 Uhr, weil ich habe das Buch geschrieben, nachdem ich mich über Jahre mit Psychologen, Paartherapeuten, aber auch Biochemikern getroffen habe, die mir erklärt haben, nach 22 Uhr streiten ist tödlich. Warum? Melatonin wird ausgeschüttet. Melatonin ist so ein, macht dich müde. Und wenn du müde wirst, kennt man bei Kindern, nach müde kommt doof. Ja? Merkst du? Ja. Wenn Kinder drüber sind, dann machen die, also ich weiß nicht, ob hier Mütter sind, da machen Kinder komische Sachen. Und das ist bei Erwachsenen genauso. Wenn du zu viel Melatonin im Blut hast, bist du nicht mehr, dann wirst du rationell. Und in einer Beziehung, in einem Streit, rationell zu sein, es macht keinen Sinn. Wenn sie sagt, liebst du mich wirklich? Ich bin hier. So, ist zu wenig. Wir haben es nach 22 Uhr, also, Sie haben gemerkt, nicht streiten, jetzt mehr. Kim, aber ich glaube, wir geben den Leuten auch nicht allzu viel. Ich finde, die läuft super, echt. Ja? Muss man sagen, an dieser Stelle. Läuft. Hat für ein schöner Einstieg, Herr Barth. Danke, Mario. Danke. Mario Barth. Mario Barth. Danke schön. Das ergibt ein Wunder.